Der dritte Tag in Köln bricht an. Und mit ihm steht das Fürstenpaar auch schon vor der nächsten Herausforderung. Du Spaß, das ist ernsthaft. Wir müssen einkaufen fahren. Ja, einkaufen. Wir haben noch keinen Kühlschrank. Ich kann keine verderblichen Waren kaufen. Aber was wir uns jetzt schnell holen, ein bisschen Obst, Gemüse. Ja, aber ich meine, jetzt ist das Auto kaputt, Andrea. Jetzt wird's ja ganz blöde. Wir können ja mit dem Bus fahren oder mit der Straßenbahn. Andrea, ich bin seit 40 Jahren nicht mit Bus und Straßen. Ich auch nicht. Also, Obst. Toilettpapier. Das ist wichtig. Obst interessiert mich nicht so wenig. Toilettpapier. Okay, was haben wir noch? Brot. Auf Mallorca kümmert sich immer Haushälterin Frau um die Einkäufe. Würstchen? Auch nicht, wird alles frisch gemacht. Aber wir machen sowieso jetzt heute nur einen Obsttag und morgen wird dann was Vernünftiges gekocht. Einfach, easy. Und was kostet denn das, was ist da aufgeschmackt? Ach, ich schätze 20 Euro, 18 bis 20 Euro. Na Gott, Andrea, dann gehen wir los zum Einkaufen jetzt. Jo. Der Spatzi. Nein, jetzt müssen wir mal schauen. Straßenbahn oder Bus? Was? Wie geht da das? Da geht's rechts runter, haben wir ja gesehen beim Vorbeifahren mit dem Auto. Da vorne ist Straßenbahn. Ist das weit zur Straßenbahn? Nee. Weißt du, wie man so ein Ticket kauft oder was? Da fragt man den Schaffner. Eine Station weiter, da ist dieser Aldi, haben wir auch gesehen schon, wo wir hierher gefahren sind. Ich weiß nicht, sind das eine Station oder zwei? Ohne Auto einkaufen, ob das gut geht? Das sind jetzt keine Herausforderungen, wir nehmen das ganz easy. Wir fahren jetzt mit der Straßenbahn und irgendwie werden wir da schon hinkommen. Anfängerkurs für Millionäre. Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht gemacht. Lektion 1, Orientierungsübung. Wie komme ich zur Station? Wo sind wir eigentlich? Sollstock Südfriedhof. Aber schau, da steht Ticket und Preise. Ich sehe, hier. Ja. Einzelticket Erwachsene, ja, spinnig. Das geht ja bis 1,90 geht es bis 17,50 Euro. Ja, dann müssen wir das Billigste nehmen. Wir fahren ja nur ein bis zwei Stationen. Aber wie geht das? Wo löst man die? Weiß ich nicht. Das schaut ja aus wie ein Bild von einem verrückten Künstler. Schaut sie schnell. Ja, wo kriege ich das Ticket? So, jetzt Konzentration. Heinz, das Problem ist, für 4 Wochen brauche ich doch nicht so einen riesen Bock Toilettpapier. Ich weiß ja nicht, wie oft du aufs Klo gehst. Gibt's nicht kleiner. Das nehme ich nicht. Dreilagig, Andrea. Nehme ich nicht. Nee, interessiert mich. Andrea, hier steht vierlagig, das nein, will ich. Jetzt diskutieren. Und das kostet 3 Euro. Hier steht vierlagig und es braucht das mein Popo. Ich nehme vierlagig, ich gehe nicht auf dreilagig aufs Klo. Ich gehe nicht bei dreilagig aufs Klo. Ja, vierlagig. Egal, dann mach in die Hose. Andrea, ist mir egal. Drei Euro und zwei Euro. Andrea, bitte. Nee. Andrea, das ist mein Popo wert. Andrea, tu das mal bitte. Nein, weil wegen einer Lage. Das hier ist dreilagig. Andrea. Hier, drei. Und trotzdem bin ich der Fürst, ich nehme das Bessere. Interessiert mich nicht. Dreilagig. Vierlagig. Heinz, wenn du so weitermachst, ich kaufe mit dir nicht ein. Dreilagig. Vierlagig. Wegen einer Lage, das spürst du gar nicht. Doch, die spüre ich. Nein, die spürst Nein, du André, nicht. Nein, André, ich gehe nicht aufs Klo. Nein, Aldi hat das Bessere Toilettpapier, ich nehme das Bessere. So, Das gehen wir. Nein, ich kaufe nicht mein. Hier ist die Tasche, hier ist die Brieftasche. So, nein, mache ich nicht. Nein, ich sag das. Ich meine, das ist jetzt ernst. Nee, mir reicht's. Geht's dir jetzt darum, dass du als Gewinner hervorgehst oder um was geht's? Du gewinnst jetzt 10-mal und ich habe einmal gewonnen. Du 10-mal, ich einmal. Ich brauche keine Servietten. Nein. Dir geht's darum, du möchtest der Gewinner sein, du bist der Gewinner, okay? Nein. Okay. Gut. Auf Mallorca haben wir nicht so viele Diskussionen über Kleinigkeiten oder Einkaufen wie hier. Das Problem hier ist, wir müssen wirklich aufs Geld schauen und über jedes Stück diskutieren. Und ich habe natürlich ein großes Problem, wenn nur begrenzte Mittel zur Verfügung stehen, dass mein Mann dann ausgerechnet, jetzt muss vierlagiges Toilettpapier kaufen, das gleich 60 Cent teurer ist als das dreilagige. Was hast du hier für Getränk? Das ist No-Name-Marke, Andrea. Die ist ganz billig. Bananendrink? Ja. Keinen Tag ohne. Von Süßem kann Schokoholiker Heinz einfach nicht die Finger lassen, egal wie schmal das Budget ist. Damit Andrea nicht schimpft, muss der Einkauf nur geschickt begründet werden. Was machst du denn wieder für eine Kacke da rein? Für dich. Wenn du meinst.
Andrea, sei nicht so also, egoistisch. Ja. Warte, ich habe seit 20 Jahren keine Schokoküsse gegessen. Ich weiß, die gibt's in Spanien nicht. Nimm eine Packung. Darf ich? Natürlich. Du stellst dich an, als wäre ich so eine richtig böse, keifernde Frau. Was naja, so ganz normal ist das nicht, Andrea. So. Müssen das gleich zwei Stück sein? Naja, gut, das ist schon. Spazi, der Arzt hat gesagt, man soll ab und zu Nüsse essen. Das ist gut für die Herzkranzgefäße. Ist gesund. Du, kannst du dir das alles leisten? Ja, du bist hier so richtig cool. Ach, eine Nüsse brauchen wir, was Süßes. Und der Arzt hat gesagt, das brauche ich auch. Und einen schönen Bananentrink. Und also überhaupt kein Gespür, ob wir uns das leisten können oder nicht. Die Nüsse kommen trotzdem mit. Weißt du, wie viel Gewicht deine 6 Drinks haben? Und der ganze Korb ist voll. Ich finde es klasse. Na, da kriegst du heute richtige Muckis. Wir fahren sowieso mit dem Taxi, Andrea. Das kann man nicht tragen. Das sind ja Luxusideen. Apropos, was kostet das alles? Ich schätze, wir haben so um die 30 Euro. Ich schätze, wir haben so um die roundabout 90 bis 100 Euro. Du hast ja wirklich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, aber du wirst sehen. Ich kann schnell rechnen, Andrea. Okay. Zweimal falsch geraten. Ganz offensichtlich waren beide sehr lange nicht mehr selbst einkaufen. 70,73 Euro, bitte. Wir liegen genau dazwischen. Du hast gewonnen, also, ich habe gewonnen. Ja. Für mich ist es schon eine Herausforderung, bei jedem Produkt genau zu vergleichen, weil man wirklich auf jeden Euro drauf achten muss. Das kannten wir nicht und das ist wirklich ganz eine neue Erfahrung und sehr aufregend und spannend. Und ich hoffe nur, dass wir es bis Ende des Monats schaffen. Was ist denn so nett, ob man Taxi rufen kann? Ja, klar. 4 Tüten, 4 Arme. Wo ist das Problem? Muss da wirklich ein Taxi her? Doch die Konfrontation mit ihrem Großeinkauf lässt die Fürstin ungewohnte Töne anschlagen. Ich habe vollstes Verständnis, wenn auch ein Hartz Vier Empfänger, wenn es sein muss, mit dem Taxi fährt. Ich war vielleicht vorher anderer Anschauung. Da wäre ich vielleicht die Erste gewesen und hätte gesagt, na ja, das muss aber nicht sein. Wir hatten 4 Tüten. Und da ist es unmöglich, jetzt mit der Straßenbahn oder mit dem Bus zu fahren. Also wir haben jetzt 6 Euro bezahlt und das ist jetzt kein Geld fürs Taxi. Der erste Kassensturz steht an. Heinz will wissen, wo Andrea und er finanziell stehen. Das ganze Geld muss weg. Von 580 Euro Lebensunterhalt hat das Paar 28,45 Euro im Kiosk ausgegeben. Der Einkauf im Supermarkt kostete knapp 71 Euro plus 6 Euro für die Taxifahrt. Bleiben noch 475,68 Euro für den Rest des Monats. Das ganze Geld muss weg. Vom Budget für die Erstausstattung bleiben dem Fürstenpaar nach Abzug des Geldes für den Herd, dem Möbelkauf samt Kiste Bier für die Mitarbeiter und Trinkgeld für die Möbelträger plus Bett mit Matratzen noch 367,63 Euro übrig. Geldmäßig sieht's bei Andrea und Heinz am dritten Tag des Experimentes also noch gut aus. Wirklich sparsam leben sie in puncto Einkäufe allerdings nicht, obwohl beide das bestimmt anders sehen. Um den Monat zu überstehen, müssen sie ihren Geldhahn deutlich mehr zudrehen. In die Küche. Ich hab, oh, Schatz, alles Spazi. In die Küche. Ja, dann mach sauber. Shit, verflucht. Dann mach halt sauber. Meiner ist kaputt. Ja, können wir nichts machen. Nein, nicht hier hin. Die sind so schwer. Ja. Mensch, ich musste immer alles genau sagen. Das ist echt schwierig. Keiner hat gesagt, dass du 4 Tüten gleichzeitig tragen musst. Ich wollte, dass du nichts trägst. Dann bitte mach hier jetzt den Boden sauber. Nee, Andrea. Das ist mir aus der Hand gefallen und der ist auch kaputt, verflucht. Boah, das ist echt. Ich kann doch nichts dafür. Ich wollte ja nur, dass du ihn trägst. Liebling, ich wollte dich entlasten. Ja, klar. Was entlaste ich denn Heinz? Jetzt haben wir wieder doppelte Arbeit. Also das ist jetzt eine Zwischenstation und es sollte auch für die Millionen von Hartz-IV-Empfängern sein, aber keine Dauerlösung.
Jetzt haben wir wunderschöne Lebensmittel hier, tolle Sachen, schöne Sachen. Wir brauchen irgendein Kastel für die Küche. Ich muss die Lebensmittel, ich kann die nicht am Boden stehen lassen. Soll ich dir sagen, was du brauchst? Ja. Ein Kästchen für die Küche, ein Kästchen fürs Bad, einen Spiegel, einen Kühlschrank, ja, eine Waschmaschine, sowas. Nee, und ich brauche einen Apfeleimer. Und ich brauche Kisten, was höher ist. Ja. Und sei nicht immer wie so ein kleines Kind. Ich brauche, ich möchte. Das sind diese typischen, verwöhnten, kleinen Stinker. Ich brauche das und ich möchte dieses. Ich bin aber sehr überrascht, dass du seit vielen Jahrzehnten mit einem kleinen Stinker verheiratet bist. Na, ich sag da, so ein trotzig kleines Kind. Ich will einen Fernseher mit Fernbedienung. Wie immer so, ich will. Und ich krieg. Ja, man kann ab und zu mal ein bisschen bescheidener sein. Aber so kleine, trotzige Kinder mag ich nicht. Dann magst du mich nicht. Kleine, trotzige Kinder, habe ich gesagt. Ja, deswegen bin ich ja kein kleines, trotziges Kind, aber es könnte ja sein. Gestresst durch den Geldmangel gerät das Fürstenpaar schon wieder aneinander. Werden Heinz und Andrea diesem Druck 4 Wochen lang standhalten?